Hallo liebe Community, habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr mehr und vor allem einfacher die Umwelt schützen könnt? Ja, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. 5 Lifehacks, um einfacher die Umwelt zu schützen. CodeCheck, eine App, die dir zeigt, was deinen Bedürfnissen entspricht und was nicht. Nicht länger nur ein Traum. Mit CodeCheck kannst du den Bar- und Balkencode deines Produktes scannen und die App sagt dir dann, weshalb das entsprechende Produkt für dich geeignet oder eben nicht geeignet ist. So kannst du Warnungen für dich und deinen Lifestyle aktivieren. Als wichtigste Funktion von CodeCheck fällt natürlich die Warnung für die Umwelt. So kannst du aktivieren, dass du gewarnt wirst, wenn Silikon, Mikroplastik oder Palmöl in den gescannten Produkten enthalten ist. Die App hat auf jeden Fall noch mehr Funktionen. CodeCheck schreibt selbst zu der App, Zitat: CodeCheck hat die Vision, einen Produktcheck anzubieten, der Menschen auf einfache Art und Weise hilft, gesunde und nachhaltige Produkte zu konsumieren. Zitat Ende. Als Nachteil muss ich hier jedoch anmerken, dass die App Palmfett, welches genauso wie Palmöl von der Ölpalme gewonnen wird, nicht erkennt. Nichtsdestotrotz empfehle ich die App jedem, der oft einkaufen geht. Ecosia. Ecosia ist eine Suchmaschine, welche gratis verfügbar ist und sie verwendet ihre Werbeeinnahmen zum Bäume pflanzen. Insgesamt hat Ecosia schon über 23 Millionen Bäume gepflanzt und bei ca. 7 Millionen Nutzern werden es täglich mehr. Als Grund für die Investition in Bäume gibt die Suchmaschine das kühlere Klima, die Artenvielfalt und den Bodenschutz an. Denn wie wir alle wissen, absorbieren Bäume das klimaschädliche Treibhausgas CO2 und können in größeren Maßen sogar Wolken bilden, die das Sonnenlicht reflektieren und den Planeten abkühlen. Zudem wissen die meisten von euch, dass Wälder die komplexesten Lebenssysteme an Land und über Millionen von Arten, von denen einige noch nicht einmal entdeckt wurden, verfügen. Und wie bereits in einem vorherigen Video gesagt, schützen Wälder den Boden vor Erosion und bilden damit fruchtbares Land. Wir möchten eine Welt erschaffen, in der die Umwelt nicht mehr aktiv geschützt werden muss. Das gibt Ecosia als Ziel an. Und ich finde, das sollte unterstützt werden. Auch ich benutze seit einiger Zeit Ecosia und bin sehr zufrieden damit. Ich merke kaum einen Unterschied zwischen Google und Ecosia. Im Übrigen, die Suchmaschine gibt es auch als App. Posteo. Leider verbrauchen die Server, die E-Mail-Anbieter, viel Strom. Strom, der meistens klimaschädlich gewonnen wird. Außer bei Posteo. Dieser E-Mail-Anbieter wirbt damit, dass er seine Server mit Ökostrom betreibt. Er setzt auf Nachhaltigkeit, Sicherheit, Datenschutz und einfache Bedienbarkeit und ist völlig werbefrei. Ganz ohne Nachteil geht es hier allerdings auch nicht. Der E-Mail-Anbieter verlangt 1 € pro Monat für die Eröffnung eines Postfachs bei ihm. Ein Preis, den man, wie ich finde, auch einmal für die Umwelt investieren kann. Das Fairphone. Kinderarbeit in Minen, aus denen Kobalt gewonnen wird, Chemikalien verseuchen Flüsse, Seen und Boden. Ein Albtraum, aber die Realität, die auch unser Smartphone betrifft. Denn das besteht aus vielen Materialien, darunter sind auch umweltschädliche wie Kobalt. Zudem werden diese Metalle größtenteils mit unmenschlichen Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit abgebaut. Wollen wir wirklich das Blut anderer an unserem Handy kleben haben? Nein, das Fairphone schafft Abhilfe. Denn es setzt fair gehandelte Materialien, faire Arbeitsbedingungen und die Wiederverwendbarkeit als Ziel voraus. So werden im Smartphone ausschließlich recycelte und/oder ökologisch unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellte Materialien verwendet. Das Gerät läuft mit dem Android-Betriebssystem und man kann es selbstständig mit Ersatzteilen reparieren. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Punkt, denn so muss das Smartphone nicht gleich weggeworfen werden, wenn es nicht mehr geht. Soll ich einmal ein eigenes Video über das Fairphone machen? Stimmt jetzt oben ab und gebt dem Video ein Like. Der letzte Lifehack ist wohl der bekannteste und doch der, der noch nicht wirklich verinnerlicht wurde. Das Flugzeug und Auto meiden. Wie ihr sicher schon alle wisst, gehören diese beiden Fortbewegungsmittel zu den größten Klimakillern. Sollte euch das neu sein, empfehle ich euch das Video mit den Top 10 der Klimakiller. Oben verlinkt. Jeder weiß, dass es einfach zu bequem ist, mit dem Auto oder dem Flugzeug in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Wem die Umwelt allerdings am Herzen liegt, der sollte darauf verzichten. Bei kurzen Strecken im Ort bietet sich das Fahrrad an.
Bei längeren Strecken kann man die Bahn oder den Bus wählen. Nun, jetzt sagt ihr vielleicht, aber ich will doch auch mal ins Warme in den Urlaub. Natürlich dürft ihr da weiterhin mit dem Flugzeug fliegen. Jedoch solltet ihr darauf achten, dass ihr keine Inlandsflüge und auch keine Flüge unter 2 Stunden bucht. Zudem müsst ihr auch beachten, dass ein Flug euren ökologischen Fußabdruck nicht sehr gut tut. Wenn ihr also mal fliegt, heißt es im Rest vom Jahr nur noch Fahrradfahren. Damit ist das Video auch schon wieder am Ende angelangt. Fallen euch noch weitere Lifehacks ein? Dann haut sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Like oder ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Damit tschüss und auf Wiedersehen. Euer Green World Facts TV.